Jo, liebe Leute, wir sind wieder da mit einem weiteren Opening und zwar heute haben wir Ghost from the Past, das neue Set von Yu-Gi-Oh! Mega gehypt, das Set gerade aktuell schießt durch die Decke, die Leute kaufen das wie verrückt, die Preise explodieren und wir wollen reinschauen, da ist es das Ganze wert. Wir werden auch am Schluss eine Zusammenfassung von die Pulse zeigen, was in einem ganzen Display drin ist, also seid auf jeden Fall gespannt, Leute. Und wenn ihr in Zukunft solche Videos nicht verpassen wollt, ihr wisst eh, liken, abonnieren, die Glocke aktivieren, haut rein! So, und da ist das gute Stück. Ein ganzes Display. Und bevor wir ins Display reinschauen, wir haben auch heute die neue Playmate am Start, was wirklich von Yu-Gi-Oh! Offiziell released worden ist, mit dem dunkelmagischen Mädchen mit dem Alternativ-Artwork auf dem Drachen. Finde ich stark. Sehr geil, die Mat. Wirklich sehr stark. Sehr geil. Ist auch cool, dass so diese Kartenfelder ein bisschen anders sind. Die waren eigentlich immer gerade. Die haben es jetzt so gebogen gemacht. Ein neues Layout, neues Design. Mhm. Aber ich finde, die Map ist von Farben her und alles ziemlich cool. Hat einen schönen Kontrast auch fürs Video. Genau, so und da haben wir Ghost from the Past, ein ganzes Display, wo wir jetzt reinstechen werden. Mhm. Und wir werden in dem Display ein bisschen auch mehr machen. Wir werden auch ein bisschen analysieren und darauf eingehen, auch wie der Wert sich vor dem Ganzen entwickeln kann und entwickeln wird. Wieso? Weil, ja, das Set, jemand der es verfolgt hat, ist jetzt schon extrem gestiegen und sehr weit über dem UVP-Wert drüber, was eigentlich nicht normal ist. Normalerweise im Handel ist der UVP-Wert vor dem 15 Euro und wird mittlerweile schon gehandelt, ich sag mal, zwischen 15 bis 20 Euro. Das ist viel. Und das ist für Release-Start, na, kriege ich es nicht auf. Und das ist für Release-Start eigentlich ein sehr guter Preis. Es liegt aber, glaube ich, an die Ghost Rares, die was da genau drin sind. Und jetzt ist es auch so, dass sehr viele sagen, der Preis ist zu gehypt, der Preis ist nur so explodiert, weil die Leute glaubt haben, dass ein dunkles Magemädchen drin ist. Ist muss es drin? Ich aber sagen, nein, ist nicht drinnen, oh. Spoiler. Aber muss ich sagen, das stimmt nicht ganz. Also das dunkle Magemädchen ist nicht dafür entscheidend, ob das Set so gehypt ist, weil auf lange Sicht wird nur der dunkle Magier und der Blue Eyes Alternative Dragon, was halt auch für mich Blue Eyes Dragon ist, nur halt besser, wird viel mehr Wert haben. Also viel mehr Wert. Und wenn man jetzt als Beispielset auch hernimmt, viele Leute vergleichen jetzt zum Beispiel, wir haben es da als Beispiel, das macht sich die Größe, das Maximum Gold Display, was auch rauskommen ist. Wer macht dann kurz reinschauen, wenn wir zum Beispiel auch da ein Maximum Gold hernehmen, wie das ausschaut. Es sind auch 4 Booster drin. Genau, es sind auch 4 Booster mit viel mehr Karten und dann sagen auch so, wird auch oft so gesagt, so, schauen wir gleich mal ein schönes Stück rein. Boah. Ah, sehr schön. Wie auch da die Boxen ausschauen. Auch vom Vergleich her. Tun wir die dabei noch weg. Erne, schauen wir sich mal schön an. Man sieht auch ganz klar, dass da jetzt schon mehr Booster wieder dabei sind, auch viel mehr Karten und dann wird auch so gesagt, ja, das ist der Preis gar nicht wert. Aber trotzdem, ich muss eher sagen, da war schon dieses Set Maximum Gold viel zu gut von den Karten her. Also was da an generischen Reprints für alle Decks und überall mit dabei sind und sammeln Nostalgiekarten, das war wirklich gutes Set. Ist jetzt von, ich sag mal, für die grobe Masse und für die Sammlermasse vielleicht das besser. Aber trotzdem hat dieses Set sehr viel Potenzial. Und wenn man das jetzt eher vergleicht mit einem Secret Slayer, was erschienen ist, oder mit einem Battles of Legends Set, also allgemein diese Battles of Legends Set, wie Armageddon war das neueste, wenn man das mit dem vergleicht, das geht auch schon für einen doppelten, für dreifachen UVP-Preis nach einem halben Jahr. Und dieses Set hat jetzt, ich sage mal, mehr potenzielle Sammelkarten, wie zum Beispiel jetzt nur diese 1000 Jahres-Special oder diese 1000 Karten-Special. Nein, 10.000. 10.000-Special, ja, genau. Haben allein der dunkle Magier wird auf lange Sicht viel mehr wert sein. Viel mehr. Das heißt, jeder, der noch glaubt, dieses Set ist den Preis nicht wert und es lohnt sich nicht zum Reingehen, wahrscheinlich in einem halben Jahr bis ein Jahr, würde ich sogar behaupten, ohne dass ich das Investment-Tipp gebe, würde ich sogar sagen, dass das diese Box nicht nur bei 15 Euro liegt, sondern wahrscheinlich 30, wenn nicht sogar 40 Euro. Also für 15 ja, Karten. Ja, für 15 Karten, weil dann einfach diese Ghost Rares das so sehr durchcarryen. So, jetzt schauen wir sich mal da eine so eine Box an, also das Artwork ist mal mega cool, wir sehen auch schon von drauf dunkle Magier gleich mit da unten versteckt, Blue Eyes selber da drauf auch, auch hinten in der Box, schön erklärt, steht auch da drin, es sind auch viele Karten aus der Vergangenheit, auch für sehr viele Tech-Themen, ich freue mich zum Beispiel über Madolce, über Reprint-Karten, die so teuer waren, was jetzt auch günstig wieder dabei sind, Shadol spiele ich selber auch, 2 neue Shadol-Karten sind mit dabei, freut mich komplett.
Ja, Dragon Link wird extrem gestört, mit dem wieder supportet, kriegt auch gute Karten. Schauen wir da jetzt einfach mal rein in das gute Stück, was denn da drinnen ist. Und wir werden auch dann, nachdem wir ein ganzes Display geöffnet haben, auch uns anschauen, was wir für Pools haben. Natürlich jetzt hoffen wir eine Ghost Rare, das wäre natürlich super cool. Und ob sich das Ganze auch lohnt, dass ihr auch sagt, okay, es ist für euch besser, wenn ihr euch Single-Einzelkarten, also gleich mal, also Einzelkarten kauft, oder ob ihr euch lieber die Booster kauft und hofft, dass ihr was ziehen kannst. Mhm. Falls sich die Pull Rate interessiert, es ist nicht pro Case eine Ghost Rare garantiert. Okay. Haben viele geglaubt, ist aber nicht so. Was aber auch wieder ist, und das ist auch schon auf YouTube so geöffnet worden, was auch schon ist, es kann auch in einem Case dafür zwei oder sogar drei Ghost Rares drin sein. Und wenn man sich jetzt nur mal vorstellt, manche von denen gehen schon weit über 500 Euro, der dunkle Magier liegt schon knapp bei 1000 Euro, die Karte, also wenn du in einem Case drei Ghost Rares ziehst und den dabei, du bekommst ein Auto drum, okay? Also es kann auch sein, dass nur deswegen sehr viele Leute auf dieses Set springen werden. Mhm. So, hätte ich gesagt, du kriegst von mir einen dunklen Magier, schenke ich da. Und da ist auch die Ghost Rare drin. Und dann mache ich die anderen zwei auf. Du fängst an, du hast zwei. Und Set ist sehr klein, aber es schaut ziemlich cool aus. Ziemlich cool. Shiny. Ja. Also wenn ihr die noch irgendwo bekommt, im normalen Geschäft für normalen UVB-Preis, ich glaube 15 Euro ist die Box. 14,99 Euro. Das auf jeden Fall. Und ja. Starten wir rein. Werden wir heute Geschichte. Gibt's dann Kartentrick? Na, gibt's nicht. Okay. Sondern Ghost Rare ist, wenn es ist, der letzte Pool. Ansonsten sind halt von der Seltenheit halt immer vorne. So, das ist zum Beispiel auch eine Karte. Also, beziehungsweise allgemein, wieso viele sagen, dass dieses Set nicht so gut ist. Da ist jetzt eine super Beispielkarte gleich für den Anfang. Die Karte ist erst in einem Structure Deck vor kurzem erschienen. Die Karte ist erst vor kurzem, vor ein paar Wochen, Monaten in einem Structure Deck erschienen und die printen es jetzt da wieder rein. Genauso wie ein Beispiel Magie-Deutsche Schloss haben sie jetzt auch gereprintet und im Maximum Gold reinbracht. Und da sagen auch viele Leute, diese Slots sind besetzt worden mit unnötigen Karten, was keiner braucht. Das stimmt auch, gebe ich recht. Aber das bedeutet deswegen nicht, dass dieses Set kompletter Schrott ist. Es sind einige 20 bis 40 Euro Karten, was schon gut im Wert waren, da einen Reprint bekommen, was auch wichtig waren. Und darum wird auch dieses Set auf lange Sicht sich gut halten, doch durch die Ghost Rares immer über dem UVB-Preis bleiben. So, schauen wir rein, was wir im ersten Pack haben. Wir haben Terror of Trishula. Und das Geile ist auch in dem Set, es sind alle Karten sind in Foil, also in Ultra. Ich hab's schon mitgekriegt, ja. Dann haben wir da das Heretic Seal from the Ashes. Mhm. Dann taucht die sehr gut. Dragoonity Phalanx ist auch für Drangling Support. Das ist aber ein komplett gestörtes Deck. Sehr gute Supportkarte. Dann haben wir dahinter die Suravalon Dryad. Das ist auch dieser neue Deck-Type von diesem Pflanzentypen. Und dann am Schluss haben wir nochmal für Raid Raptor auch Supportkarte. Sehr cool. Stark, dann mache ich ja mal den dunklen Magier auf. So, dunkler Magier für dich. Mhm. Okay, machen wir's auf. So, Mask Change. Ersten darfst du doch alle vorlesen. Ersten darf ich noch vorlesen. Das ist auch für Salaman Great, das ist auch eine coole Karte. Das sind halt, wie gesagt, für sehr viele Deckthemen Karten mit dabei. Mhm. Sumning Gardner. Mhm. Time Thief. Auch Time Thief Support. Nice. Und Vampire. Auch für Vampire Decks. Wie zum Beispiel vorher sind auch da sehr viele alte Decks. Ich bin auch zuerst seit circa bisschen über zwei Jahren wieder mit dabei im Game. Und es sind auch sehr viele Deckthemen noch von davor. Wo ich jetzt auch zum Beispiel nicht weiß, dass diese Decks auch wirklich gespielt werden. Vielleicht zum Spaß oder Rogue Decks. Das Artwork ist mega stark. Und für mich persönlich, also ich würde halt gern Ghost Rare nach wie vor halt ziehen. Oder halt eben auch Madolche Karten, einige. Beziehungsweise, ja, Shadol-Karten auch für mich. Das ist zum Beispiel auch lustig. Der Schwallmagier, den hat es erst gegeben in Common, glaube ich, bei Eternity Code oder so war der mit dabei. Und jetzt haben sie einfach mal ein Upgrade in Ultra Rare. Also, wie gesagt, damit wären auch die Decks um einiges schöner. So, dann haben wir da der Miracle Synchro Fusion. Dann haben wir Resonator Call. Dann Cosmojo. Und dahinter als letztes Orchestrated Return. Oh. So, das waren die ersten vier Booster Packs. Waren schon einige, drei Booster Packs, waren schon einige coole Karten mit dabei. Und wir werden jetzt die anderen vier schnell öffnen und dann gleich direkt in die Packs reingehen. So, da haben wir es offen. Schön gemacht. Wir haben zufälligerweise jeder, genau für jeden Artwork zwei Stück. Wir werden anfangen mit die Firewall Dragon, dann mit dem Black Luster und dann im Schluss werden wir sich einen dunklen Magier gönnen. Und hoffen, dass uns der
eine Ghost oder andere gute Karten beschafft. Passt, dann start so. Rein. Machst du dann Last Pack Magic? Aber die gehen cool zum Öffnen. Easy. Die gehen easy, wirklich schön. Die picken nicht oder reißen nicht. So, dann haben wir wieder das Heretic Seed, eine coole Trap. Permanent Trap Card. Dann wieder Dragoonity Phalanx, Sunwell Dryades, XYZ oder Exceed Burst. Und dahinter den Red Supernova Dragon. Ist auch eine sehr starke Karte. Einer der besseren Karten auch in dem Set. Die ist nicht schlecht, ja. Sehr coole Karte. Evenly Matched hätte ich auch gern. Eins zumindest, vielleicht zwei, drei wäre nicht so schlecht. Und das Heretic Seal allgemein. Das ist nicht so wie bei Starlight, dass du das dann siehst auf der Seite. No. Phantom Treasure. Dann haben wir da Metal Fuß. Kannst du noch erinnern, den ganzen Metal Fuß, die ich gekriegt habe? Jetzt ist da urviel Support für Metal Fuß. Denk was gerade. So. Salaman Great Support und Heretic Seal of the Heaven Spheres. Wichtig ist nur, ich kann auch nur raten, wenn ihr die Ghost Rare, die sind sehr anfällig für Graz, also sind dann gut, ist aber ist auch wirklich eine sehr die gute Karte. Die ist nicht Karte. Schlecht, ja. Ja, ist auch eine sehr gute Karte. Hat auch einen Repeat unbedingt notwendig gehabt, die war halt auch, glaube ich, bei über 20 Euro schon. Und ja, wenn sie halt, wie gesagt, Ghost Rares sind sehr anfällig für Graz, also wenn ihr wollt, dass die nicht zerstört wird, versucht halt die letzte Karte in dem Set anzuheben. Und ja. Und ich zahle so, wie ich es gewohnt bin. Ja, das ist nicht so schlimm. Aber wie gesagt, wenn es ist auch sehr wenig Karten, gell? Das ist ja, es ist unleicht. Dann das auch ziemlich cool. Einfach so eine weiße Karte, ein Stern. Sunset Genius Loki. Dann haben wir Photon Treasure. Dann wieder auch Metal Foes. Mit Rillion. Support. Ah, Metal Foes. Und dahinter haben wir ein Dragoonity Glow. Schaut schön aus. Auch wie gesagt, die ganze Drachen Support. Schön, schön. Das ist die Playmate, gefällt mir. Die ist mega. Immer schön ein Kontrast oben. Kannst du dich erinnern? Time-Tief-Brezel. Ja, Time-Tief-Brezel. Das ist zum Beispiel auch so eine Karte, die hat schon die hat keinen Reprint braucht. Was ich meine. Ja. Und das ist halt so ein Slot, wo ich mir auch so denke, hätten es vielleicht anders belegen können. Nord sehe ich die ganze Zeit jetzt nur Trap-Karten. Ja, Trap. Schon wieder Trap. Und dahinter haben wir. Die ist auch nicht schlecht. Na, ist auch gut. Auch wieder Dragoonity. Es sind auch sehr viele neue Karten in dem Set erschienen. Jetzt bin ich bei meinem Black Luster Soldier. Ich muss sagen, Black Luster Soldier für mich extrem gute Karte. Invasion of Chaos, damals, wie der rauskommen ist, das war einfach das Postmonster. Chaos gespielt. Wahnsinn, das waren Zeiten. Wenn die nochmal zurückkommen, ich hoffe es. Zwar Metal Force Silvered. Dann haben wir Thunderbird. Oh mein Gott, Danger Thunderbird Era. Der ist auch cool. Auch ein Reprint, notwendig schon gewesen. Sehr geil. Emergency Teleport, war noch nicht der letzte. Dann haben wir da Fairy Tale Rocker. Sarkots. Und dahinter haben wir wieder Dragoonity Whirlwind. Mein erster Laster. Geil. Ui, das geht schwer. Da ist was drin. Aber kann das sein, dass die ein bisschen Bogen sind, die Karten? Die Karten selber? Nicht wahr? Groß sind die nicht. Das ist ja auch starke Finger, also. Aerobed. Oh. Laval Dragon oder Laval. Laval Dragon ist auch gut. Schwiddel Metal Fuß. Und schon wieder die Einstern. Und geil, nochmal den Red Supernova Dragon. Der ist nicht schlecht, ja. Der gefällt mir. Vor allem das Lustige ist auch, die Karten sind großteils schon auf vielen Online-Plattformen komplett ausverkauft. Ich meine, bei uns in Europa noch nicht so, aber in amerikanischen drüben, die rennen sich die Türen ein bei den Karten. Das ist ja Wahnsinn, wie dort die Preise explodieren. Und ja. Das ist auch cool. Auch ein, ich mach's immer verkehrt auf. Ich aber auch ein Reprint, die ist auch schon ewig alt, diese Karte. Saval. Salvage oder Salvage. Ich glaube, reparieren heißt die auf Deutsch die Karte. Kannst du zwei Wassermonster hinzufügen, hätte sich aber auch sparen können, die gibt es so oft. Aber ist zumindest jetzt ein Ultra Rare Upgrade, ja. Dann haben wir The Monarch Erupts, auch Monarch Supporter drinnen. Dann wieder den Lavalal Dragon. Dann haben wir Metal Foes und dahinter haben wir. Einmal den, das ist auch eine geile Karte, für den Namen, Wahnsinn. Heretic Sky Dragon Overlord of Heliopolis. Ach, sehr coole das Karte. Artwork ist schon starkes stark. Postmonster. Viele Drachen auch in dem Set. Allein auch die Karte, wenn du so denkst, weißt du, wie stark die ist? 4000, 3000. Das ist so, wenn du den mal aufs Feld kriegst, das ist allein nur so ein starker Beatstick, da musst du mal drüber kommen. So. Schon wieder? Den Monarch. Ich glaube, das Set ist ziemlich klein. Emergency Teleport. Das ist auch cool. Auch Madolche Pudicessin.
wieder Metal Fuse. Und dann haben wir Testalos Monarch. Die Artworks sind einfach gestört bei Yu-Gi-Oh! Da, auf die einzelnen, was ich so feier, ist dann das direkt das Holo-Effekt auf manchen Stellen von der Rüstung oder so sind. Ja. Das gefällt mir. Also die drucken ein Nicht-Foil über den Holo-Effekt über, gell? Oder so. Ähnlich. Es ist stark, gefällt mir. So, das sind meine letzten zwei Booster vom Ghost from the Past, Dunkelmagier. Ich meine, wir werden auch sicherlich noch mehr öffnen. Es ist halt nur zur Zeit auch mit Bestellungen und so weiter, schaut es halt ja ein bisschen mühsam aus. Geil, mein Mole. Die zum Beispiel, die finde ich cool. Ich spiele auch ein Melfi-Deck. ja, oh cool. Der Minen-Maulwurf. Hat es vorher, glaube ich, nur in Common gegeben. Dann haben wir Dark Religion Exceed Dragon. Der schaut fett aus. Dann wieder Heretic Seal of Super oder Supremacy. Dann Phantom Knights Fogblade. Das ist auch sehr cool für Phantom Knight Support. Ist auch jetzt zum Beispiel Phantom Knight Feel in Phantom Rage rauskommen. Noch keinen Support gesehen. Und dahinter haben wir den Sunnavalon. Wahnsinn. Triaternity. Namen. So. Wie schön wäre der in Ghost Rare, ha? Wahnsinn. Wenn du den in Ghost Rare bekommst, wäre richtig schön. Schauen wir weiter. Wieder, das ist zum Beispiel auch das Madolche Schloss, das haben sie genau in Ultra Rare bei Ghost from the Past gebracht. Oder in Gold Rare, nicht Ultra Rare. Gold Rare. Exceed Burst. Miracle Synchro Fusion. Wieder. Schon wieder der so Mega. Much. Und ah, wieder. Das Heretic Seal. Cool. Ach, coole Karte. Last Pack bei dir. Ja, Last Pack bei mir. Hallo Ghost Rare. Schreibt das jetzt in die Kommentare und drückt auf Pause. Sagen wir mal. Ja. Time Thief Hack. Deutsche Schloss wieder. Dann haben wir Exceed Burst. Das spielen uns, gell? Aber ist auch cool, weil die Schrift halt so cool ist. Ein Miracle Synchro Fusion. Und dahinter meine letzte Karte ist ein Time Thief Double Barrel. Okay, das heißt, für mich keine Ghost Rare. Das heißt, die Hoffnung liegt bei mir. Kannst du nochmal rausreißen, ja. Also wie gesagt, es kann sein, dass meine zieht, kann nicht sein. Ja. Schau mal. Das ist zum Beispiel auch cool. Sayaru, auch ein Drache, haben sich auch mal viele gedacht, was macht man mit den Karten? Aber es kommt halt für Level 7 Light Support eben das raus. Und dann brauchst du auch dieses Sayaru, diese Karte, weil du die dann wieder spielen kannst. Schaut schick aus. So, Mask Change 2. Resonator Engine. Und Last. Come on. So, wir haben nochmal eine Nicht-Ghost Rare Karte. Das war die Ausbeute, wir werden es kurz sortieren. Wir werden euch dann nochmal zeigen, was die Highlights von dem Set waren. Und ja, dann sehen wir sich gleich bei der Zusammenfassung. Yep. So, schauen wir sich jetzt nochmal an, grob, was wir dann da bekommen haben. Das sind mal die Zauberkarten, die mit dabei waren, wie oft wir die pullt haben. Die waren alle nur einmal. The Reason Not the Call. Wir haben auch ziemlich jede Karte einmal bekommen. Das Set ist auch, obwohl es eigentlich groß ist, aber doch irgendwie ziemlich klein. Dann haben wir zweimal Salvage, dann zweimal oder einmal Draconity Claw, dann das Madolche Schloss haben wir zweimal, dann haben wir den Emergency Teleport, das ist eigentlich ziemlich cool, haben auch zweimal bekommen, dann den Draconity Whirlwind ist eigentlich so ziemlich die beste Spellkarte, die du da ziehen kannst, haben auch zweimal bekommen, dann den Exceed Burst, glaube ich waren es drei Stück, ja, mit drei Stück, und Miracle Synchro Fusion waren auch drei Stück. Nicht dann schlecht. Zu die Fallenkarten. Einmal, die finde ich halt unnötig, Terror of Trishala, vor allem genau auch in derselben Rarität, unnötig. Dann Cosmojo, dann Metal Force Combination, ein Stück, dann Time Thief haben wir eins gehabt, Royal Prison 1, Metal Force Counter war eins, dann Heretic Seal haben wir zwei bekommen, dann Phantom Blade auch zwei und dann dreimal für Monarch, The Monarch Eruption. Die Monarchen Eruption. So, muss dann wieder schön aufs Feld. Dann zu die Normal Monster haben wir zweimal Sunset Genius Logi bekommen und einmal den Sayaru. Ich hätte den zweiten Hyuzanri auch gern gezogen. Wir werden eh noch einige Cases sich öffnen. Einige Displays. Und werden wir vielleicht den anderen bekommen. Einige Cases. 10 Cases. Das wäre schon heftig. Dann haben wir da von die normalen. Nicht normalen für die Effektmonster haben wir für Salmon Great einmal den Foul bekommen,
einmal den Falco, dann Fedanger, Thunderbird, einmal den Mindmole, ziemlich cool. So nice. Dann Vampire, einmal das Time Thief Brezel, dann Madolche Pudding Cess, dann Testalos, den Mega Monarch, Raidraptor, Dragoonity Support, leider nicht die neue, sondern es ist halt Reprint von der Karte, ist aber auch ziemlich cool, die war auch schon sehr teuer, ich glaube die war auch auf 10 Euro oder sowas. Und Dragoonity bzw. Dragonlink spielt gerade jeder, das ist Meta-Deck abnormal und so kommen halt die Karten nochmal in Reprint. So, dann Photon Thresher haben wir auch zwei Stück und dann den Fairy Tail Rocker 1, der war dann falsch. Dann so die Pendel-Karten. Ich fange halt mit Pendel gar nichts an, aber viele spielen gern Pendel. Haben wir einmal den Metal Force Silvert, zweimal Metal Force, wie ist denn wie? Wolflame und dann den God Driver, auch zwei Stück bekommen. Also die sind ziemlich häufig auch gewesen. Fast der Blizzard. Haben wir da von die Exit-Karten einmal die Perpetua von Time Thief, dann haben wir da den Double Barrel von Time Thief. Und Heretic Sky Dragon Overlord of Heliopolis und den Dark Regem Exceed Dragon. Eigentlich zwei sehr gute Karten. Time Thief würde mich auch interessieren, ob das Leute viel spielen, ob das ein gutes Thema ist, was Leute viel spielen. Mir wäre es jetzt nicht so auffallen, dann hat den Splash Mage auch von Common in Ultra Rare. Die Jaina. Und den Sunvine Thresher. Dann Sunvine Gardener. Ist auch sehr stark, ist auch ein Link 1 Monster. Link Monster, Monster vom Effekt her. Dann doch für das Pflanzenthema das neue Sanavallon und da dann haben wir den Zweierlink, haben wir zweimal bekommen und dann das Heretic Seal, auch sehr coole Karte, sehr spielstarke Karte, auch zweimal, auch sehr cool. Dann gehen wir weiter zu die Fusionbeschwörungen Metal Force Mithrilium, zwei Stück und dann noch zu guter Letzt die Synchro-Karten, den Lavalval. Lavalval. Ja, so Dragon. Haben wir zwei Stück. Finde ich, ist das Artwork ziemlich cool. Das ist wirklich nice, ja. Auch vom Foil-Effekt her. Und dahinter haben wir dann den Red Supernova Dragon 2, auch die stärkere Synchro-Karte. Diesen Deck. Leider, wie gesagt, kein Evil Match hätte ich gern gezogen. Oder den Remus von Dragoonity, die auch eine neue Karte. Ghost Shred natürlich auch gern gezogen. Aber sind wir gespannt, was wir bei den nächsten Boxen bekommen werden und öffnen werden. Bleibt auf jeden Fall dabei. Wie hat es dir gefallen? Mega stark, neue Karten. Endlich mal wieder Yu-Gi-Oh! Geöffnet. Ja, ich glaube, genau. Übergefühlt 1,5 Monate nichts von Yu-Gi-Oh! Aufgemacht. Nur Pokémon. Aber jetzt bringt Yu-Gi-Oh! Sehr viel raus. Ich glaube, jetzt kommen in 4 Monaten 6 komplett neue Sets mit Special Teams und alles. Also alle 3 Wochen kommt ein neues Produkt von Yu-Gi-Oh! Also die geben richtig Gas. Und ihr werdet auch jedes Produkt auf diesem Channel sehen. Genau. Also bleibt auf jeden Fall dabei. Und wenn ihr in Zukunft solche Videos nicht verpassen wollt, ihr wisst, liken, abonnieren, die Glocke aktivieren. Haut rein.